Also die Musik ist ja schon mal mega geil und damit beherrsche ich euch. Genau, damit beherrsche ich euch. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Test im Monat September. Super Time Force Ultra. Das Brainfuck-Spiel, von dem ich im letzten Test geredet habe. Wir gehen natürlich erstmal in die Optionen. Wir wollen die Musik und so ein bisschen runterstellen. So, und jetzt wird gespielt. Ich bin gespannt, wie laut das eigentlich ist. Ja, es war laut. Ist es laut genug? So. Ja, was es ist, ihr werdet sehen. Ich kann es nicht erklären. Okay, das möchte ich nicht sehen. Sequenzen, wie gesagt, gibt es nur einen Let's Test. Aber ich glaube, das hier, Let's Play. Ich glaube aber, das hier wird nicht Let's Played. Der Space Bus. Das mobile Hauptquartier der Super Time Force. Kannst du auch überspringen? Okay, cool. Könnt ihr glauben, dass dieser niedrige Wissenschaftler mein altes Ich war? Echt gruselig, der Typ, aber egal. Da dies unsere denkwürdige erste Mission als Super Time Force ist, sollten wir wohl ein paar Übungen absolvieren. Ich weiß, langweilig. Doch obwohl wir aus der Zukunft sind, wo wir die Erde vor den blauen Bots retten? Was? Was ist das? Haben wir es jetzt noch nicht getan und sollten uns mit unseren fantastischen Fähigkeiten vertraut machen. Doch dieser Kampf ist schon so gut wie gewonnen, denn sonst wäre ich ja wohl kaum mit all diesen Medaillen dekoriert. Wer denn? Okay. Verstehst du? Schieß mal los. Haha, ich bin voll der lustige Boss. Oh Gott. Alter, ist das ein Bad Joke, ey. Ohne Witz, da kann ich ja bessere Bad Jokes machen, die lustiger sind. Schieß mal los. Haha, lustig. So. Wie heißt der? Alter, wie viele Medaillen hat der bitte? Okay. Achtung, Soldat! Willkommen beim Space Bus Tutorialisator. Ich habe ihn selbst entwickelt. Nicht übel, was? Befassen wir uns zuerst mit den Grundlagen, bevor wir den verwirrenden Zeitreisen übergehen. Oh yeah. Okay, ich laufe. Schon wieder so ein Pixelspiel übrigens. Man sieht's ja. Ich kann springen. Okay, das Tutorial ist sehr schick gemacht. Ich kann schießen. Der Tutorialisator simuliert einen feindlichen Blohnbot. Nur keine Hemmungen an Abzug, mein Freund. Okay. Also wenn man so drückt, also immer Dropshooting macht, dann passiert nichts. Aber wenn man gedrückt hält, dann kann man aufladen und das machen anscheinend. Ah, eine Leiter. Okay, gibt's auch. Viereck nochmal. Ah, jetzt kommt's ja. Jetzt wird es Zeit, deinen aufgeladenen Spezialschuss an diesen Raketenschützen auszuprobieren. Jawohl, machen wir mal. Bam! Okay, doch, das ist schon ein bisschen awesome. Gut gemacht, John Rambois. Ich muss ein verdammt guter Commander sein, denn du hast alles richtig gemacht. Oh wow, ist ja so schwer, 2000 zu drücken. Leck mich am Arsch. Oh, mit wem bin ich denn jetzt? Hi, ey. Die heißt nicht wirklich Amy mit I, oder? Oh Gott, ist das ein geiler Name. Ist das ein geiler Name? Für alle Leute, die es nicht wissen. Und dann seid ihr wirklich keine Zocker. Aiming ist ja wirklich halt, dass man gut schießen kann, dass man gut treffen kann. Und Aim wird so mit A-I-M geschrieben. Ja, nicht wie mancher, den ich kenne, das anders schreibt, aber ist auch egal. Und die haben sie Amy genannt, weil es ein Scharfschütze wahrscheinlich. Oh Gott, ist das geil. Ist das genial, ey. Das war ein echt tolles Grillen. Was? Bei dir letztens Wochenende in der Zukunft. What the fuck? Schon komisch, dass wir so gute Freunde sind. Obwohl wir uns erst vor 2 Minuten kennengelernt haben. Oder Witz, das verwirrt mich jetzt schon. Zeitreisen sind wirklich genial, oder? Ach ja, das Tutorial. Gut, dann probier erstmal deinen Querschläger aus, okay? Wie nice ist das denn bitte? Die hat einen Querschläger. Ach, Amy, ja. Amy. Amy. Oh, jetzt kommt der Aufgeladene. Der aufgeladene Schuss kann Wände durchschlagen. Dann schieß mal los. Verstehst du? Och man, komm ja. Oh, nice. Cool, man kann durch Wände schießen dann. Ah, Moment. Nee, hä? Ah, okay, man muss die Kiste dafür nutzen. Interessant. Oh! Was geht, Schildi? Nee, okay, darüber lache ich jetzt nicht, nur weil er ein Schild trägt. Bist du bereit, dieses ganze Üben hinter dich zu bringen? Lade deinen Angriff auf, um die Kugeln dieses falschen
Ballonbau total auf ihn zurückzuwerfen. Ah, man kann dann das halten. Ey! Ah, Moment. Ach, man muss es einfach nur aufgeladen halten. Ah, man kann auch... Ach so, man kann solche Schilder erzeugen. Okay, das ist cool. So, was jetzt? Okay, einfach schlagen. Ja, okay, gut. Es ist Zeit, eine Schildkugel zu platzieren, indem du einen Angriff auflädst und genau zur richtigen Zeit loslässt. Nein! Ach, ich muss das in der Mitte machen, wa? Okay, das ist dann schon leichter. Oh mein Gott, ich dachte gerade schon, ey. Okay, auf nach oben, auf nach oben. Okay, das könnte auch Let's Play werden. Mal schauen, mal schauen. Bis jetzt ist ganz lustig. Lol, jetzt spiele ich wieder mit dem hier. Ah, das ist der Commander, ich Idiot. Ich zünde die Zeitdüsen, damit wir etwas über Super Timing und Forcing erfahren können. Halt dich fest, das hier wird dich umhauen. Oh Gott. Und das meine ich nicht sprichwörtlich. Ja, ja, ich weiß schon. What the shit, what the... Während eines Timeout kannst du ein neues Teammitglied wählen und sich seine Angriffe zu nutzen machen. Wähle Amy... McKillen? Und töte mich, bevor ich dich töte. Das ist ein Befehl, Soldat, töte mich! Bam, tot. Okay. Hast du das gesehen? Du hast ein Timeout und ein Team-Up durchgeführt. Anders gesagt, das gerettete Teammitglied wird zu einem Power-Up. Sammle es auf und ihr erhaltet den Ladeangriff des Teammitglieds. Oh, cool. Ein weiterer Bonus, die Zeitessenz eines Teammitglieds. Oh Gott, tut mir leid. Dient auch als Shit, der einen zusätzlichen Treffer abfängt. What the shit? Also umso öfter ich sterbe, desto besser. Was ist das für ein krankes What the fuck? Okay, das ist mir zu krank. Obwohl wir das die Super Time Force sind, befinden wir uns immer in einem Wettlauf mit der Zeit. Boah, diese Witze sind so zum... Nee, echt. Wenn die Zeit abläuft, puff, dann lösen wir uns in Luft auf. Drück Kreis, um Timeout zu benutzen und so viele eurer Ichs wie nötig zu erschaffen, um diese Virtual Reality Wall aufzureißen und rechtzeitig die Tür zu erreichen. Jawohl, mach ich doch. Noch ein John Rambo. Ah, ich verstehe. Okay, Timeout. Zurück. So. So, Moment. Wieder zurück. Jetzt haben wir zwei schon. Und jetzt den dritten. Jawohl. Okay, das ist total kranker Scheiß, aber okay, gut. Drückt Kreis, sobald ihr ein Timeout benutzen und ein anderes Teammitglied einwechseln wollt. Wenn du ein Timeout benutzt, um deine Feuerkraft zu vergrößern, kann dir das beim Überwinden schwieriger Bereiche wie diesen helfen. Wird jetzt bei uns hier gebohrt oder was? Jetzt wird ihr echt gebohrt. Fick mich, ey. Genau. Nein, ich wollte doch nicht. Oh Mann, ey. So, weg mit euch. Ach, ich brauche nicht nur die hier.
Okay, wenn ich ein Zocker wäre, würde ich dein Leben darauf verwetten, dass du keine Chance hast, hier vorbeizukommen, bevor die Zeit abgelaufen ist. Doch wie heißt es so schön, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Okay. Das Zurückdrehen der Zeit werden manchmal diese glitzernden, schwebenden Charts sichtbar werden. Sieh mal in der Vergangenheit nach, denn ich habe das Gefühl, dass ein Chart dir aus dieser Situation heraushelfen könnte. Ah, okay. Schieße auf Charts oder sammle sie ein, um sie zu aktivieren. Okay, komm, lass mich in Ruhe. Spring doch schneller. Schneller. Leute, das ist noch... Oh mein Gott. Ist das crazy. So. Das Spiel ist absoluter Brainfuck. Ja, komm, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Nee, komm, lass mich in Ruhe. LOL! Okay, nochmal. So geht das. Ach Scheiße, das gibt's doch gar nicht. Ach komm, ey, das ist mir jetzt hier zu blöd. Muss man das echt spielen? Das ist mir echt zu blöd irgendwie. Gerade. Und ja, nur weil ich es nicht kann. So sieht's aus. Okay. Ein Glob. Glob sind leuchtende Dinger, die sich aus einer anderen Dimension gelöst haben, als ich das Zeitreisen erfunden habe. What? Oh, das will ich haben, das will ich haben. Ach man, jetzt komm schon. Das Spiel. Oh, okay, gut. Ja, 2 HP, bla bla. Ach man, scheiße. Ey, dieses Spiel ist so zum... Nee, aufregen, ey. Scheiße, okay, gut, jetzt nehme ich mal die Sniper. Okay, jetzt habe ich mal den Schildtypen genommen. Das war jetzt schlecht. Jetzt will ich den Sniper haben. Amy. Boah, das Spiel ist so, wirklich so... Absoluter Brainfuck, also nichts für mich. Überhaupt nichts für mich. Es tut mir leid, aber... Das Spiel ist wirklich krasse Geschmackssache, wie ich finde. Okay, ja, ich hab's geschafft. Ja, wundervoll. Boah, Mann, ey, echt jetzt? Oh, ja, ja, 19... Bla, bla, bla. Freunde, das war das letzte Test. Also für die, die es mögen, bitte sehr, ich finde es zu kompliziert. Ich komme damit nicht klar. Ja, ich komme damit wirklich nicht klar. Ja, wenn ihr das mögt, das Spiel, dann bitte sehr, traut euch ran. Und für alle anderen bis zum nächsten Netztest, bis zum letzten Netztest, glaube ich, oder? Ja, es gibt wieder 4 Netztests. Sorry. Und das wird dann Grow Home sein. Also, bis zum letzten Let's Test. Haut rein und tschüss.